Moin, der Wolfgang vom schönsten Nordeuropas, St. Peter-Ording mit Spielwaren Mondenkind und dem Spiel Bibergang, das dritte Spiel aus der Biber-Serie vom Amigo Spielekarten Verlag. In dem Fall ab 8 Jahre, 2 bis 6 Spieler, ganz flottes Kartenspiel, das so funktioniert. Das Ziel bei Bibergang besteht darin, am Ende die wenigsten Punkte zu haben. Punkte. Wir haben die Zahlenwerte von 0 bis 12. Jede Karte gibt es häufiger im Spiel. Wir haben noch zusätzlich eine Biberkarte. Eine Biberkarte, mal gucken, eine Biberkarte, hier ist eine Biberkarte, kann jeden Zahlwert einnehmen. Von 0 bis 12 kann sie jeden Zahlwert einnehmen. Gelingt es mir, zweimal den gleichen Zahlenwert untereinander zu bekommen, so wird diese Spalte nicht gewertet. Das heißt, habe ich 2 gleiche Zahlen untereinander, wären das 0 Punkte. Also so beispielsweise wären dieses Zahlenbild wäre 10, 12, 19, 26, 27 Punkte wert, weil das hier nicht gewertet wird. Angenommen, das Zahlenbild würde so aussehen, dann würde die 7er hier und diese 5er, die würden nicht gewertet, weil es jetzt jeweils zweimal die gleiche Zahl untereinander ist, dann wären das nur 12, 13 Punkte. Gelingt es mir sogar, zweimal die gleiche Zahl in eine Spalte zu bekommen, so sind das nicht nur 0 Punkte, sondern minus 10. Das heißt, dieses Zahlenbild wäre am Ende minus 10 plus 0 plus 12 wären also nur 2 Punkte. Ziel des Spiels ist es, am Ende die wenigsten Punkte zu haben. Okay, soweit so gut. Jetzt kommt der Haken. Klar, alles hat einen Haken. Das Problem ist, du kennst deine Zahlen erstmal nicht, weil die werden ja so vor dir abgelegt. Und jedes Mal, wenn du an der Reihe bist, wird eine Karte offensichtlicher oder du tauschst eine dir bereits bekannte Karte aus. Und wie das jetzt genau passiert, das zeigen wir euch in einem Beispiel mit 3 Spielern. In dieser Beispielrunde Bibergang spielen die Tina, der Holger. Moin. Und der Wolfgang, das bin ich. Die Tina als Startspielerin beginnt. Jeder Spieler hat 8 Karten bekommen, die liegen verdeckt vor uns. Wir kennen unsere Karten nicht, ehrlich. Tina zieht eine Karte, genau, zieht eine 2 und möchte aufgrund dessen, dass dieser Kartenwert zu niedrig ist, sie behalten. Der tauscht sie also gegen die 1 aus. Ja, die 1 wäre noch besser gewesen, wusste sie aber nicht. Holger kann jetzt wählen, zwischen der 1 oder einer Karte blind zu ziehen. Was macht er? Er nimmt die 1 und tauscht diese 1 gegen eine seiner Karten, die 9. Die 9 ist mir deutlich zu hoch. Wir haben ja Kartenwerte von 1 bis 12, von 0 bis 12 sogar. Ich ziehe eine Karte, habe eine 5, möchte diese 5 jetzt aber nicht haben. Ich lege die 5 ab und decke dafür eine meiner Karten auf. Ich decke die hier einmal auf. Und decke eine 7 auf. Und die Tina ist an der Reihe, darf sich entscheiden zwischen der 5 und dieser Karte, nimmt lieber eine eigene 5, möchte sie auch nicht haben und deckt eine Karte auf. Denkt dran, wir hatten ja vorhin gesagt, wenn es mir gelingt, zweimal die gleiche Ziffer in eine Spalte zu bekommen, dann ist die ganze Spalte 0 Minuspunkte wert. Und jetzt kommen gerade Pakete. Wir machen gleich an der Stelle weiter. Ich muss eben ein paar Pakete annehmen. So, Pakete sind entgegengenommen und der Holger ist an der Reihe. Möchte die 5 nicht, nimmt lieber eine 12, möchte die aber auch nicht haben. Er ist halt sehr wählerisch, ne? Die 12, nö, ich möchte auch keine 12. Ich nehme lieber die 10 und tausche sie gegen diese Karte, na komm her, aus. Oh, eine 0. Oh, und Holger bekommt einen Biber. Ja, und jetzt ist es so, sagte ja vorhin, der Biber zählt für jede Zahl. Später könnte Holger diesen Biber auch gegen eine andere Zahl eintauschen. Also mal angenommen, er würde sich jetzt entscheiden, Tina hätte die 9 gelegt, Holger würde die 9 gerne haben wollen, könnte er die 9 hier hinlegen, den Biber wegnehmen und an eine andere Position versetzen und diese Karte dafür abgeben. Das muss keine zugedeckte, das kann auch eine aufgedeckte Karte sein. Aber dem ist ja jetzt nicht so. Holger hat mir die 9 gegeben. Ich nehme mir diese 7 und lege sie hier hin. Jawohl. Gebe der Tina die 12. Ihr seht, das sind 0 Punkte. So, damit ihr meine Zahlen besser sehen könnt. Ja, Tina tauscht
die 1. Holger möchte lieber die 4, das ist nachvollziehbar. Und die 1 nehme ich natürlich. Also das ist etwas, da kann ich ja schlecht Nein zu sagen. Tina bekommt von mir eine 10. Natürlich müsst ihr auch immer aufpassen, was ihr dorthin legt. Vielleicht könnte es der Mitspieler gebrauchen. Oh, das haben wir auch nobel. Holger lässt den durch. So, eine 6, die lege ich mal hier hin und gebe der Tina die 9. Ja, was habe ich gerade noch gesagt? Passt auf, und was mache ich? Zack, mach das direkt ohne Rücksicht auf Verluste. Das steht dir sehr gut, die 10. Noch eine 7. Oh, da sehe ich eine gute Chance. Ich tausche die 7 mal gegen die 9, 6, gegen die 6. So. Ja. Eine 2. Möchtest du nicht? Jackpot. Ihr seht, 0, 0. Tina hat hier nur einen Punkt momentan liegen. Und eine 9. Eine 1, das ist gut. So. Warte mal, machen wir so, damit ihr das besser seht. Genau. Ja, eine 5, Holger. Ja, das passt bei ihm so richtig gut rein. Ach, guck mal, hättest du mal. Aber das können wir ja nicht wissen. Diese Zahl lege ich hier hin. Oh, nee. Eine 0, das ist doch... Ah, Moment, stopp, stopp. Es ist so, sobald ein Spieler seine letzte Karte umdreht, das heißt, alle 8 Karten sichtbar sind, ist die letzte Runde eingeläutet. Alle darauffolgenden Spieler sind nochmal an der Reihe und danach ist die Runde beendet. Holger, möchtest du das mit einer 0? Da hättest du immerhin 21. Nee, ich zieh lieber. Nein, der zieht lieber. Holger zieht lieber eine 10. Och, nee. Und gib mir diese 7 dafür. Das finde ich richtig gut. Das ist jetzt nämlich, wenn Holger jetzt aufhört, hat er 11 Minuspunkte. Vorausgesetzt natürlich, er tauscht die 10 gegen diese Karte ein und gibt mir die 7. Ja. Ja. Ja, die Überlegung, die Holger hat, ist, wenn hier auch eine 10 ist, dann sind das minus 10. Ich tausche die 10 mit der 10. Du tauschst die 10 mit der 10. Er gönnt mir die 7 nicht. Er gönnt mir einfach diese 7 nicht. Aber die 10 möchte ich nicht. Ich nehme lieber diese 12 und biete sie der Tina an. Du musst deine aufdecken. Genau. Guter Beitrag. Ich habe eine Karte gezogen, sie nicht haben wollen und zurückgelegt. Das heißt, ich muss aber jetzt eine Aktion machen. Ich decke eine Karte auf, eine 8. Ah, die gefällt mir gar nicht. Oh, und Tina läutet die letzte Runde ein. Hättest du mal die 10 genommen. Es ist keine 7, es ist eine 2. Ah, das sieht schlecht aus für mich. Das sieht schlecht aus. Eine 7 oder eine 8? Die 7 wäre mir lieber. Es ist eine 0. Ja, was mache ich denn mit der 0? Die 0 tausche ich gegen die 8. Das ist für mich die beste Variante. Und die Runde ist beendet. Dann decken wir den noch auf. Eine 3. Das heißt, fangen wir bei Tina an. 0, 0, minus 10. Tina geht mit minus 10 Punkten aus dieser Runde. Der Holger hat 0, 0, 11 und nochmal 0, 11. Und ich habe 0, Pluspunkte natürlich. Tina hat Minuspunkte, selbstverständlich. 0, 0, 10, 13 Pluspunkte. Die Punkte werden aufgeschrieben. Es werden so viele Runden gespielt, wie Mitspieler am Spiel teilnehmen. Wer danach die meisten Pluspunkte hat, hat das Spiel verloren und der mit den wenigsten Pluspunkten, vielleicht sogar Minuspunkte, die meisten Minuspunkte, hat das Spiel gewonnen. Dem einen oder anderen kommt dieser Mechanismus vielleicht bekannt vor. Mir auch. Macht trotzdem viel Spaß. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald. Vielleicht sogar hier am schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording. Ciao, der Wolfgang.